Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Joel und in diesem Video zeige ich euch, wie man mit der neuen KI Adobe Firefly ein Logo designen kann. Vielleicht wird der eine oder andere es mitbekommen haben, Adobe hat jetzt auch eine KI rausgebracht, ähnlich wie Midjourney, wo man einzelne Befehle eingeben kann, wie so eine Art Chatroboter. Auf Grundlage des Prompt-Befehls wird dementsprechend dann ein Bild generiert. Das Tolle ist bei Adobe, du kannst dann nachträglich einfach noch Einstellungen vornehmen und diese Einstellungen werden dann dementsprechend auf die Illustration oder das Bild angewandt. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt nicht so lange um den heißen Brei und ich zeige euch, wie es funktioniert. So, wir sind jetzt hier in Adobe Firefly. Ich habe mich da jetzt für angemeldet. Man muss da ein bisschen warten, bis man diesen Zugang bekommt, weil das ist aktuell noch die Beta-Version. Es ist jetzt noch nicht offiziell zugänglich, aber ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man wirklich mit diesem neuen KI-Tool arbeiten kann. Ja, wir sind jetzt hier auf Adobe Firefly. Wir sehen jetzt aktuell, wir haben jetzt hier drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ganz rechts ist, kommt bald raus. Deswegen haben wir jetzt hier einmal die Text-to-Image-Funktion und einmal die Text-Effekt-Funktion. Auf die Text-Effekt-Funktion werde ich jetzt in diesem Video nicht eingehen. Da werde ich jetzt einfach mal in den nächsten Tagen ein weiteres Video zu erstellen. Es geht jetzt in erster Linie um Text-to-Image. Deswegen gehe ich da einmal drauf und wir sehen, das sind alles Bilder, die wirklich jetzt hier auch mit der KI von Adobe Firefly generiert worden sind. Wir können jetzt einfach hier unten draufklicken und wir sehen, wir können jetzt einfach wirklich loslegen, eigene Bilder zu generieren. Und wir möchten uns ja heute der Logo-Thematik annehmen, deswegen werde ich jetzt einfach mal ein E-Sport-Logo generieren. Ein E-Sport, sagen wir in Klammern, Hexen-Witcher-Logo. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal Logo-Design eingeben. Aktuell ist es so bei dem Prompt oder bei der Eingabe, dass aktuell die KI nur Englisch versteht. Also wir können jetzt hier nicht Deutsch eingeben, sondern müssen Englisch eingeben. Das ist auch wichtig zu beachten, weil zum Beispiel ChatGPT kann auch Deutsch verstehen. Deswegen gebe ich jetzt hier einfach mal Logo-Design ein. Vielleicht gebe ich vorher noch E-Sport-Logo ein. Und dann werde ich jetzt hier einfach Witcher schreiben. Dann auf Generate. So, wir haben gesehen, wir haben jetzt hier Witcher eingegeben und hier sind schon die ersten Resultate. Aktuell haben wir jetzt auf der rechten Seite noch keine erweiterten Einstellungen richtig vorgenommen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, der erste Punkt ist, wir können jetzt auch auswählen, was wir für ein Format haben wollen. Ob wir jetzt hier wirklich Square-Format haben wollen, also 1:1 oder Landscape 4:3. In dem Fall nehmen wir jetzt einfach mal Square. Wir können jetzt hier auswählen, was wollen wir für einen Content-Typ haben. Aktuell ist es None ausgewählt. Ich würde jetzt in dem Fall, da wir ja ein Logo-Design erstellen, mal Grafik auswählen. Und wir sehen hier runter jetzt auch die Rubrik Style. Ja, wir haben jetzt hier noch die Style-Funktion. In der Style-Funktion können wir weitere Einstellungen auswählen, die sich dann dementsprechend auf die Illustration, die wir jetzt erstellt haben, sagen wir mal, auswirken. Ich schaue jetzt einfach mal, was wirklich hier zu passen könnte. Aktuell haben wir jetzt zum Beispiel noch nichts ausgewählt. Ich werde jetzt einfach mal Pop Art auswählen und nochmal auf Generate klicken und schauen, wie sich das dann darauf auswirkt. Ja, das Ganze sieht ja schon mal ganz gut soweit aus. Wir können jetzt natürlich noch weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel, ich werde jetzt einfach nochmal hier reinschreiben, Mystik und sagen wir mal schwarzes Feuer. Das ist jetzt einfach mal willkürlich gewählt, aber ich möchte einfach mal sehen, wie die KI mit solchen Befehlen arbeitet, ob die auch mit solchen einfachen Stichworten arbeiten kann oder ob es besser ist, wenn man wirklich ganz klare Beschreibungen da reinsetzt. Ich drücke dementsprechend nochmal auf Generieren. So, die KI generiert jetzt wieder weiter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was rauskommt. Und ja, das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Gerade mit dieser Feuerkomponente haben die da auf jeden Fall schon mal was sehr, sehr Cooles gemacht. Wir können jetzt natürlich auch einzelne Sachen auswählen. Ich schaue jetzt gerade mal, was ich wirklich am besten finde. Ich finde diese Variante schon mal sehr, sehr gut. Die wähle ich jetzt aus. Und das Coole ist, wir können jetzt, wenn wir hier links oben auf diese Welle, sagen wir, gehen, können wir genau zu diesem Format noch weitere ähnliche Logos kreieren. Das werde ich jetzt einmal machen und wir sehen,
Das aktuell Ausgewählte bleibt bestehen und auf Grundlage dessen werden jetzt weitere, sagen wir mal, Varianten erstellt. Also die ganzen finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich tendiere zu links oben und die könnten wir natürlich jetzt auch mal wieder weiter ausarbeiten. Dann könnte ich wieder da oben draufklicken und wir sehen, hier rechts werden weitere Varianten von diesem Ausgewählten generiert. Ja, das Ganze sieht, finde ich, schon mal sehr, sehr gut aus. Wir können natürlich, wenn wir jetzt eine Variante nochmal verfeinern wollen, dann können wir das auch machen, indem wir jetzt zum Beispiel hier auf die drei Punkte gehen von dieser Option und dann auf Use as a Reference Image klicken. Und wenn wir das machen, sehen wir, dass wir jetzt hier links unten dieses Bild gespeichert haben und wir können daraufhin weitere Varianten erstellen. Ja, ich finde, diese Varianten sehen doch schon mal alle sehr, sehr gut aus. Ich persönlich finde, dass man damit auf jeden Fall schon mal gut arbeiten kann. Es ist jetzt natürlich so, dass es wirklich sich um eine Bilddatei handelt und sich nicht um eine Vektordatei. Man könnte jetzt im Nachgang sich eins dieser Varianten, sagen wir mal, auswählen und das Ganze dann natürlich Screenshot und dann in einem vektorbasierenden Programm nachzeichnen, zum Beispiel mit Illustrator oder mit Affinity Designer. Oft kann man natürlich das auch so machen, dass man das Ganze jetzt hier so auswählt, screenshottet und dann zum Beispiel in Illustrator reinzieht. Ja, zum Beispiel kann man in Illustrator das Ganze dann auch vektorisieren. Da gibt es eine Funktion zu. Allerdings muss man dann da natürlich dann auch nochmal einen Feinschliff dran lassen. Ich persönlich finde zum Beispiel diese Variante schon mal sehr, sehr gut. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, inwieweit wirklich das Ganze sich auch noch weiterentwickeln wird, gerade auch in den Adobe-Programmen. Ob irgendwann die KI auch in diesen Adobe-Programmen nicht mehr wegzudenken ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ihr könnt gerne auch mal Feedback da lassen, ob ihr das Ganze toll findet oder weniger toll und was ihr denkt, wie sich das Ganze auch wirklich in Zukunft entwickeln wird. Ja, ich würde sagen, das war es auch so mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick erhalten in Adobe Firefly. Ein kleines Geschenk noch an euch, und zwar, ich habe ein Icon-Set mit 100 Basic-Icons kreiert. Dieses möchte ich euch schenken und dementsprechend der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Was mein Newsletter angeht, es werden dann natürlich auch weitere spannende Design-Inhalte folgen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.